herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Classic-Projekt auf der ProWars-Map. Hallöchen. So, letztes Mal hatten wir hier die Kühe angefangen zu versorgen. Aber da fehlt natürlich einiges noch. Silage fehlt noch. Gehen ungefähr 25.000 rein. Und vor allem Stroh fehlt noch. Ja, das heißt, wir müssen irgendwie dieses Stroh da reinkriegen. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Gerät hier bedienen sollen. Da passt ein Ballen rein. Ah! Hier, da steht was dran. Wir haben das Falsche gekauft. Oder haben wir das überhaupt gekauft? Ah ja, hier. Wir müssen das wieder verkaufen. Okay, wir brauchen einen Frontlader dazu. Das ist die wichtigste Info überhaupt. Hier, Moment. Aber das gibt uns... Ne, warte. Wir machen was anderes. Wir nehmen hier jetzt die Ballengabel mal mit. Die wird man nämlich brauchen. Weil wir haben ja gesagt, wir brauchen auch noch Heu. Zumindest 2-3 Ballen Heu brauchen wir noch. Vielleicht nehme ich einfach mal... Achso, nee, das geht ja nicht. Doch, wir kriegen es hin. Wir holen uns kurz nochmal einen Ballenwagen. Wir werden uns nochmal kurz einen Ballenwagen eventuell nur mieten. Dann 3-4 Heuballen kaufen. Die Gabel auch auf den Ballenwagen legen. So, warte. Diverses. Und dann hier Ballenwagen. Mieten. Ja, 142 ist okay. So, dann brauchen wir noch das richtige Anbauteil hier. Und zwar für den FZ30 oder FZ60. So, jetzt kaufen. Jawohl. Nein. Jetzt haben wir nur das Problem, dass wir ja... Ja, toll. Welcher war jetzt welcher? Der 250, den können wir hergeben. Den hier. Verkaufen. Den kriegt man nämlich da sonst nicht weg. Also wir müssen den so verkaufen. Und dann wollten wir noch vier Ballen. So. Jetzt haben wir alles. Um die Kühe glücklich zu machen. Das müssen wir nämlich in dieser Folge auf jeden Fall schaffen. Was liegt da noch neben dran? Check noch nicht, wie das funktionieren soll. Bin ich mal gleich gespannt. Jetzt werden wir kurz den Anhänger mal anders positionieren, dass wir die Ballen drauf kriegen. Und dann hoffe ich mal, dass der Fort hier genügend Gewicht hat. Sonst wird die Maschine gleich etwas umkippen. Das ist wohl so ein Attacher. Ah, jetzt. Ja. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert. Man kauft hier, weil man ja... Ups. Weil man ja Ballen in die Maschine laden muss. Gibt es da noch so einen... Ballenspieß gratis dazu, vermutlich.
sagte. Dann legen wir hinten die Gabel noch drauf. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. So. Gut, jetzt probieren wir erstmal, ob wir das so hinkriegen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir brauchen diesen Attacher und die Ballengabel. Nee, das geht. Okay. Aber wofür ist dann die Ballengabel? Die gibt es gratis oder wie? So ein Geschenk vom Hersteller? Warte mal, hat die? Kann ich hier gar nicht dran machen. Nee, die kann ich nicht dran machen. Haben wir die noch im... in der Garage mit drin? Was mache ich denn? Ach doch, ist doch richtig, Mann. Ah ja, hier. Ballenspieß. Wir verkaufen den halt auch noch. Okay. Weiß zwar nicht, wo dieser Ballenspieß herkam. Weil eigentlich hat man nicht gekauft. Aber so ist es halt. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Die wiegt schon einiges, das Ding. So, das unten dran. Ladungssicherung. So, ich hoffe mal, dass die Ballengabel hinten safe ist. Und wir die nicht verlieren. Oh oh, die rutscht. Okay. Mal kurz in die Rechtskurve ein bisschen stärker rein. Und geht nicht. Oh 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 oh, nein. Ah, verdammt. Das würde locker easy funktionieren. Weil ich vor allem gehofft hatte, dass die Gabel da auch liegen bleibt. Ja, genau auf dem Fußgängerüberweg musste das natürlich passieren. Ne? Vielleicht ist es eine bessere Position. Ah, jetzt sieht es so aus, als wäre sie wirklich drunter. Also die Spanngurte gehen über die Ballengabel. Was halt noch fehlt, ist ein Futtermischer. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir uns den noch leisten können. Ich hoffe mal. So, jetzt haben wir zwar noch einen weiteren Ballenwagen, aber das ist gar nicht mal so unproblematisch. Weil den wird man auf jeden Fall benötigen. So. Eieiei, haben wir hier jetzt Zeug stehen.
So, dann ist die Frage, wie viele Ballen passen da rein? Hier einfach mal, ob da zwei gleich reingehen. Ah. Ja, okay. Muss man jetzt natürlich mal wieder ganz genau arbeiten. Nein, das war zu viel. So ist gut. Okay. Gabe weg. Okay, das sind jetzt ein bisschen rein. Ah, wir hätten die weiter reinschieben müssen. So. Wo sieht es besser aus? Nein, das wird auch nichts. Wir brauchen hinten das Gewicht. Alter, und wir haben jetzt hier alles zugestellt. Oh, sehr intelligent gemacht. Alter, das hätte ich nicht gedacht, dass es so kompliziert ist hier. Die Kühe zu versorgen. Und wir haben ja immer noch nicht alles, ja? Wir müssen ja auch noch das TMR machen. Die totale Mischration. Wie schaut es jetzt aus? Gewichttechnisch. Passt. Naja, nicht ganz, aber ungefähr. Ich weiß gar nicht, muss man die jetzt anstellen? Stroh einstreuen. Start, überladen, starten. I. Ah ja. Okay. Funktioniert. Das dauert aber eine Weile. Aber gut. Also, dafür ist der mittlere Trigger. So. Ah, geht mehr als 4000 rein. Oh, dann sind die Kühe schon zu 80% produktiv. Das ist schon mal toll. 13 Gülle, 2 Milch. Oh, okay. Er ist drin, dann können wir hier nochmal starten. Weil da geht noch ein bisschen was rein. So, und dann haben wir hier glückliche Moos. Screenshot. Oh, das war gerade noch rechtzeitig. Gut, dann haben wir das auch. Mal überlegen, wo wir das gute Stück hier hinstellen. Nein! Der Ballen rausgefallen. Alter. Hm.
Muss man den Ballen wieder einsammeln. So, da muss man, denke ich, ein bisschen genauer arbeiten bei dieser Maschine, dass der da auch wirklich reinfällt. Dann auch drin bleibt. Silage haben wir. Gut, das sind so 80%, die Anlage läuft, sage ich jetzt mal. Wir brauchen noch mehr Silage, mehr Gras. Wobei Gras können wir eigentlich. Wir machen mal kurz die Anhänger weg. Oh, Moment. Ladungssicherung. Dann muss man noch den Heu, die paar Heuballen hier wegmachen. Ich meine, die werden wir uns jetzt aufheben für das TMR. Es funktioniert erstmal auch so. Aber das Einparken funktioniert nicht. Haben wir schon mal besser gesehen, gell? Okay. So, dann laden wir da einfach noch ein bisschen Gras rein, weil Gras haben wir noch. Und wir müssen dann auf jeden Fall zukünftig auch Heuballen machen. Ja, da gehen nochmal zwei rein. Gut, dann haben wir die Kühe erstmal hervorragend, würde ich sagen, wirklich hervorragend versorgt. Es wird jetzt, warte mal, wir stellen uns da doch vorwärts rein, weil wir müssen nächstes Mal noch Silage holen. Gut, dann haben wir alle Aufgaben für heute erledigt. Die Kühe sind halbwegs glücklich, zu 80% glücklich zumindest. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns Montag wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.